Liebe Zuschauer, wir begrüßen jetzt einen Gast, der uns aus erster Hand von Slaukos erstaunlicher Karriere erzählen kann. Es ist sein Bruder Wilko. Herzlich willkommen. Slavko Ausenik's Elternhaus ist nur 6 Kilometer von hier entfernt. Das ist ein Gasthof in Begunje. Dort wuchs Slavko mit seinem Bruder auf, der als erster sein Talent kannte und bis heute der musikalische Leiter der Gruppe ist. Zdaj pa pozdravljamo gosta, ki je prvi odkril Slavkov talent in je vse do danes še vedno glasbeni vodja skupine. Prisrčno pozdravljeni Wilko Ausenik. Wilko, wann habt ihr denn gemerkt, dass der Slavko so ein begabter Hundling ist? Das ist schon eine lange Zeit her. Unser Vater wollte, dass wir alle 4 Kinder Musik spielen. Oh, er war nämlich ein sehr großer Liebhaber. Und es war interessant, Slavko ist der kleine Bruder. Ja. Er nahm die Harmonika in die Hände und gleich hat man gespürt, mit welchem Schwung und Rhythmus er das Instrument beherrscht. Hat er das sofort gekonnt, so ohne was zu lernen, Mensch? Das ist ja fast ohne zu lernen, das Instrument liegt in seinen Händen gleich. Ne? Wir haben sehr viele Jahre später zusammengespielt, bis ich schon ein Profi war im Radiofunkorchester unter der Leitung unseres Dirigenten Bojana Damić. Ja, ich war dort Klarinettist und Saxophonist und da haben wir gesehen, es war eine Lücke in der Programm Branche drin, und zwar Unterhaltungsmusik volkstümlicher Art. Ah, ja. Hat man begonnen, neue Talenten zu suchen, und ich weiß, mein Bruder wäre schon einer davon können sein. Ne? Ja, und Sie haben ihn dann mitgenommen und er hat dort vorgespielt, oder was ist da gewesen? Es war genau so, wie Sie gesagt haben. Ich bat Slavko, will er mitmachen? Er sagt schon, wenn du mir hilfst. Und dann ging es ja rasch weiter, dann... Ja, ganz so rasch nicht. Er sagt, ich bin nicht zufrieden, nur als Solist hier aufzutreten. Oder mit Trio, mit Kontrabass und Gitarre, er sagt mir, oder er schlägt mir vor, bitte gründen wir einen neuen Ensemble. Ein Ensemble. Und wie setzte sich das Ensemble von den Instrumenten her zusammen? Auf einmal war ich hier von einem kleinen oder einem großen Problem. Nämlich mit allen Besetzungen, die mir bis damals bekannt waren, ich war nicht zufrieden. Dann dachte ich mir so, Slavko spielt Akkordeon, ich spiele Klarinett. Warum sollte ich nicht Trompete mitnehmen? Und anstatt Kontrabass habe ich Bariton aus Blechkapelle genommen und die Gitarre hat die ganze Gruppe jetzt ergänzt. Und in diesem Moment haben wir den neuen Sound, Oberkleiner Sound, gegründet und so war dann also der Weg weitergegangen. Dieser legendäre Sound kam durch die Zusammenstellung dieser Instrumenten. Ja, das stimmt. Ja, und dann ging es ja weiter. Ihr habt hier gespielt, aber dann ging es ja auch schon über die Grenzen Sloweniens hinaus, vor allem in Richtung deutschsprachigem Raum. Wie ist das vonstatten gegangen? Die Wege werden aber nicht sich so schnell öffnen können, wenn der Herr Rauch, Fred Rauch, der war damals Moderator in München. Ja, eine kurze Information. Fred Rauch war und ist ein sehr bekannter Moderator beim Bayerischen Rundfunk in München. Wünsch, meine Wunschmelodie oder Wünsch dir was, hieß die Sendung immer. Er hat uns gehört und sagt, Ensemble muss nach Europa kommen und er hat uns die Konzerttüre nach Europa geöffnet. Ja, und durch Europa fahrt ihr immer noch, ja. Ihr macht Tourneen, jetzt gleich wieder und im Herbst. Danke, Wilko Ausenik. Ja.